Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 2. Die Männertoilette können wir nicht besuchen, die Frauentoilette auch nicht und das Schloss war auch kaputt, das war irgendwie offensichtlich und klar. Ja, in der letzten Folge haben wir unsere Laura wieder getroffen und die hatte einen Brief. Ich drücke auf den Knopf, aber nichts tut sich. Auch das war irgendwie zu erwarten. Und ich hatte jetzt die Möglichkeit gehabt, nach oben zu gehen, aber ich will erstmal nach unten. Vielleicht gibt es ja im Keller irgendwas Schönes, Interessantes. Oh, echt. Radio, könntest du das nächste Mal vielleicht etwas eher anspringen und mir den Gegner ansagen? Das sah nämlich erstmal so aus, als wären hier irgendwelche Schrotpatronen oder so. Und dann ist mit einmal so ein Vieh vor mir und dort kommt nochmal ein Vieh. Das habe ich aber aus dem Augenwinkel schon gesehen gehabt. Oh, ich liebe es, wenn das Spiel gemein ist. Nein, liebe ich eigentlich nicht, aber es ist immer wieder so. So böse zu mir. Ja, hier unten ist nochmal eine Bar, eine Küche und der Elevator und dort hinten ist nochmal Männer-Frauen-Klo. Gucken wir doch mal direkt nach, ob es hier noch irgendwas gibt. Sie ist abgeschlossen, das heißt, da werde ich definitiv... Oh. Was haben wir da? Ich habe eine Dose mit Verdünner. Und von hier aus könnte der Elevator funktionieren. Und zuerst mal muss ich auf Toilette. Ich muss auch im Real Life gerade auf Toilette, aber egal, diese Folge ziehe ich jetzt noch durch und wenn dann noch nichts mehr vor mir kommt, dann liegt das daran, dass es bei mir Peng gemacht hat und das war dann meine Blase gewesen. Hier ist ein Bild. Hier hängt ein Gemälde, es ist nichts Ungewöhnliches daran. Okay, dann gucken wir mal, ob wir den Elevator in Gang setzen können. Es sieht nicht so aus, als würde der sich bewegen wollen. Gut, dann... War das schon mal das Untergeschoss? Wir wissen, für die eine Tür brauchen wir auf jeden Fall dann Schlüssel. Für die Bar da unten. Und können uns dementsprechend jetzt nach oben arbeiten. Und was ich noch ausprobieren wollte, das mache ich jetzt auch noch kurz. Hier sind ja drei Vertiefungen vor. Da steht ja auch irgendwas drauf, aber er will es mir noch nicht lesen lassen. Weil ich denke mal, wir haben ja eine Spieldose gesammelt. Wo ist sie? Wo ist meine Spieldose hin? Da. Und die ist ja so viereckig. Vielleicht kann ich die hier verwenden. Ich liege richtig. Ich habe die Spieldose kleine Meerjungfrau hingestellt. Die Spieldose spielen lassen, ne, bringt noch nichts, denn es sind immer noch zwei Vertiefungen da und dementsprechend werde ich, denke ich, nochmal zwei, zwei Sachen sammeln müssen, obwohl... Ach, wir können die Spieldose auch wieder... Ja, dann nehmen wir die Spieldose erstmal wieder mit, tragen sie mit uns rum. Denn man weiß nie, wann man eine Spieldose braucht. So, gehe ich jetzt nach rechts, gehe ich nach links, gehe ich nach oben, gehe ich nach unten. Wohin gehe ich? Ich gehe erstmal geradeaus. Und dann gehe ich nach links. Und dann gehe ich nach rechts. Jupp, das ist jetzt mein Plan. Mal schauen, ob er hinhaut. Geradeaus, Schloss ist voll kaputt. Dann habe ich gesagt, gehe ich nach links, ne? Jo. Gut, nach links. Schloss ist nicht kaputt. Keine Gegner zu sehen. Und hier gibt's aber wieder was, Gewehrpatronen und dort sieht man sogar eine Karte des Flurs, des zweiten Floors, aber die ist eben gerade nicht weiter wichtig. So, Schloss ist wohl kaputt. Das Schloss ist wohl auch kaputt. Gibt's da noch eine Tür? Nein. Das heißt, wir gucken an der Tür. Sie ist abgeschlossen. Okay, und was ist hiermit? Schloss ist wohl kaputt. Habe ich jetzt alles in dem Bereich, dann kann ich mich auf die andere Seite drücken. Hier habe ich alles, was man erforschen kann. Also geht's auf die andere Seite. Und ich denke, da werde ich dann auch weitergehen können müssen, tun irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ansonsten muss ich eine Etage tiefer. Muss die zweite Treppe benutzen, denn es gibt hier zwei Treppenbereiche, Aufgänge, Stufen, tun. Und irgendwie ist hier wenig los, monstertechnisch. Das hier wäre schon wieder so eine Stelle, das müsste, wenn man dran vorbeifährt, auffahren und dann direkt ein Monster da sein. Schloss ist wohl kaputt, Schloss ist wohl kaputt, Schloss ist nicht kaputt. Na, da haben wir doch meine geliebten Monsterchen. Wo seid ihr, wo seid ihr, komm. Also ich weiß nicht, diese Gemälde sind mir schon so ein bisschen suspekt. Aber da... Ah, verdammt, der hat mich erwischt. Komm schon, hau ihn. Oh, scheiße, der Licht ausmacht. So, jetzt aber hier. Aber die sterben sogar ohne, dass wir drauf treten. Habt ihr das gesehen? Hat einfach gemacht. Und dann war es weg. Okay, die Kameraansicht hat bestimmt etwas zu sagen. Aber ich durchsuche erstmal hier alles von hinten nach vorne, von vorne nach hinten. Schloss ist wohl kaputt.
Dann ist die Kamera an sich einfach nur just for fun da so. Schloss ist wohl kaputt, das Schloss ist wohl kaputt. Auch dieses Schloss ist wohl kaputt. Alle Schlösser sind hier kaputt. Es ist einfach nur unnütz, hier lang zu laufen. Habe ich alles? Alle Türen abgeforstet? Eine Tür ist ja abgeschlossen. Ne, zwei Türen sind abgeschlossen. Hier scheine ich aber alles zu haben. Dann gehen wir in den Cloakroom, in die Lounge, in den Reading Room und dann versuchen wir in die. Ne, in die Hall komme ich ja nicht rein. Die ist ja abgeschlossen. Darüber komme ich auch nicht. Dann werden wir doch uns so langsam dann Richtung Raum 312 vorkämpfen. Beziehungsweise hier irgendwo. Danke, Steph Only. Denn in dem Büro müsste mein Videoband liegen, was mir angedroht wurde, was wir hier vergessen haben. Und dann, ja. Ich weiß nicht, was wir für Sauereien gemacht haben, aber irgendwelche werden schon sein. Was stand da? In diesem Notizbuch steht nichts Interessantes. Wo ist da? Schrotpatronen? Noch mehr Schrotpatronen, alles mitnehmen. Noch mehr, noch mehr. Ein Koffer. Die Aktentasche ist verschlossen. Ja, toll, dann braucht man Schlüssel für die Aktentasche. Ich versuche es einfach mal just for fun. Wir haben ja hier zwei Schlüssel mit, einen Schlüssel, den wir noch vielleicht hier verwenden können. Schlüssel Fisch. Und ich habe den Schlüssel Fisch benutzt. Und ich habe den Schlüssel zu Zimmer 204. Ta-ta-ta-ta! Aber trotzdem müsste hier eigentlich mein Videoband rumliegen. Ich kann im Hörer nichts hören. Ob die Telefonleitung vielleicht durchgeschnitten ist? Und das nennt er nichts hören. Tiss, 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 tiss. Aber hier scheint es mein Videoband nicht zu geben. Deswegen schaue ich mal auf die Karte, wo den Raum 204 ist. Da oben. Da werden wir doch dann als nächstes hingehen. Oh, da hat er ein Häkchen reingemacht. Das haben wir erledigt. Schloss ist wohl kaputt. Und auch das Schloss ist nicht kaputt. Was erwartet uns in diesem Raum? Offensichtlich erstmal nicht allzu viel. Was haben wir denn da? Kann man nicht sehen, kann man nicht lesen. Patronen? Das ist ein Buch. Es sieht nicht so aus, als könnte es von irgendeinem Nutzen sein. Noch mehr Bücher, alles Bücher. Ja, wir sind anscheinend in der Bücherei einer Touristenbroschüre. Nichts Interessantes, nichts Besonderes. Aber hier gibt es nochmal Schrotpatronen. Und auf dem Tisch auch noch ein Buch. Nein, unglaublich. Hier sind so viele Bücher. James, du könntest anfangen zu lesen. Was hältst du davon? Er hat schon genug medizinische Bücher gelesen. Deswegen will er da noch nicht nochmal reingucken. Hier gibt es nichts Besonderes, was irgendwie nützlich sein könnte, und hier scheint es auch nichts Besonderes zu geben. Also einfach nur ein Raum, um meine Vorräte weiter aufzufüllen, die noch lange nicht voll genug sind. So, hier rechts gibt es auch noch was. Hier Patronen für die Pistole, Patronen für die Pistole, und damit haben wir alles. Dann geht's jetzt schnell noch zu Raum 204. Denn wenn ich schon mal einen Schlüssel dafür erhalte, dann will ich auch wissen, was mir dieser Schlüssel bringt. Room 204. Ich habe den Schlüssel benutzt und ich gehe auch in die Tür rein. Oder durch die Tür? Okay. Hier ist schon mal eine Tür, die er nicht benutzen will. Aha. In diesem Notizbuch steht nichts Interessantes, aber da liegt ein Schlüssel auf dem Tisch. Ich habe den Schlüssel zum Mitarbeiteraufzug. Denn, denn, denn. Und. Oh! Da ist ein Loch in der Wand. Auch gut. Da ist noch mal ein Koffer. Was bringt mir der Koffer? Kann ich. Moment. Ich habe einen Plan. Da ist ein H dabei. Ist hier ein I. Ist hier ein L. Da war schon. Ist hier nochmal ein L? Hill. Hill öffnet aber nicht das Tor. Den Koffer. Schade. Hätte aber sein können. Fotos sind über das ganze Bett verstreut. Was ist das? Ja. Ein Teil des Fotos wurde mit einem Markierstift übermalt. Ja, toll. Das hat mir jetzt jede Menge gebracht. Nämlich nicht. Ach, hier sind wir auf der anderen Seite des anders abgeschlossenen Raumes. Und da hängt noch was. Jetzt ist sie offen. Aber da hängt was dran. Oder wir können einfach nur durchgehen.
Gut, Leute, dann scheint mir ja noch ein bisschen was zu fehlen, aber wie ich hier weiter erforsche, seht ihr in der nächsten Folge von Silent Hill 2. Ich bin Hello1986, bis dann.